Er hier macht's, Max Sprang, 1,93 Meter groß, 22 Jahre alt, in Riebnitz-Dammgarten geboren. 16.000 Einwohnerstädtchen auf dem Weg zur Ostseeinsel, zum Dars. Wie bringt ich's also, ein Mecklenburger? Hallo, herzlich willkommen in Liga 3. Der FSV im Vergleich zum 0:3 in Ferl mit 4 Änderungen. Neben Brinkis fehlt auch Könnecke verletzt. Koskun und König rotieren auf die Bank. Es ergibt folgende Aufstellung. Sprang also im Tor, die Viererkette mit Kusic, Frick, Ziegele, der ist neu, Butzen. Davor die 4 im Mittelfeld, Hermann neu, Löhmanns, Röben, Jansen und Patrick Göbel. Und ganz vorn Gomez neu und Dominik Baumann. Viktoria Köln, 4 Punkte vor Zwickau in der Tabelle, kommt mit diesem fantastischen Erlebnis vom Mittwoch, das Pokalspiel gegen die Bayern. Zwar setzte es ein 0:5, das war erwartbar, aber für viele war es ein Riesenspektakel vor 50.000 Zuschauern. Das ist der erste Angriff, abgeblockt durch die Viktoria, die sofort auf Kontermodus umstellte. Lenkfort am Ball. Zieht in die Mitte, schöne Hacke. Da ist nochmal Stehle im Strafraum. Meißner übernimmt den Ball. Und dann Sontheimer wagt den Abschluss noch nicht. Hätte er tun sollen, denn dieser Pass geht ins Nirgendwo. Olaf Janssen hatte sein Team vor Zwickau gewarnt. Eine Mannschaft, die über die Basics kommt. Genauso ist es. 11. Minute. Der FSV, zuletzt diese 0:3-Niederlage beim SC Verl, die hat tüchtig wehgetan. Ist in der Woche aufgearbeitet worden. Wichtiger Zweikampf in der Defensive. Sie wollen hier zu Hause anknüpfen an die Heimspiele gegen Halle. 3:2 und Bayreuth 2:0. Die einzigen Siege in dieser Saison. Das ist Niklas May auf Handle, der den Ball nochmal jetzt zurückbekommt. Hier May. Dann Handle, der Ex-Auer. Jansen erobert den Ball. Und dann Baumann. Der fällt, aber es geht weiter. Löhmanns, Röben lässt passieren. Gomez so mit dem Ball auf Hermann. Robert Hermann, im brandenburgischen Strausberg geboren, bei Union Berlin, Hannover, Wolfsburg ausgebildet, kam jetzt aus Würzburg nach Zwickau. Gern wird den Zwickauern ja holziger Kraftfußball unterstellt. Das hier war ein durchaus schön vorgetragener Angriff. Und am Ende dann Gomez mit der Übersicht auf Hermann. Die Aufgabenverteilung in solchen Momenten auf der Zwickauer Bank ist klar. Robin Lenk sorgt für das emotionale Feuer. Trainer Joe Enox für die Analyse. 20. Minute. In der letzten Saison siegte Zwickau gegen Viktoria Köln mit 1:0. Torschütze Lars Lokotsch, der den Verein längst in Richtung Köln verlassen hat, allerdings zur Fortuna. Die Zwickauer greifen sehr hoch an. Und setzen so Viktoria unter Druck. Klares Zeichen, wir wollen den Ball. Butzen bekommt ihn dann. Und dann geht's wieder über Gomez und Löhmannsröden. Dreht sich Löhmannsröden, sucht eine Anspielposition. Den Doppelpass mit Gomez, der wird gehalten. Ball nochmal bei Butzen und dann wieder über Göbel. Immer wieder Göbel auf der rechten Seite. Setzt sich schön durch, ist ein Flankengott. Auf Dominik Baumann. Der hatte beim 2:0 gegen Bayreuth das letzte Zwickauer Tor erzielt. Dominik Baumann, er kam wie Hermann aus Würzburg, allerdings eine Saison vorher. Auch er im Osten geboren, im sächsischen Wermsdorf. 24. Minute, Einwurf Butzen. Er immer über die rechte Seite gefährlich, Göbel. Aber der Ball geht mal direkt von Ziegele in den Strafraum hinein. Und wieder Hermann gefährlich. Florian Heister kann ihn noch empfindlich stören. Hermann hätte gern eine Ecke gehabt. War vermutlich allerdings als letzter am Ball. Aber gut, der FSV übernimmt das Spiel deutlich initiativreicher als Viktoria. 2 Minuten später. Der Druck bleibt bestehen. Hier Löhmanns, Röben. Sehr schöner Einsatz. Jagt den Ball. Und Zwickau ist gut darin, die zweiten Bälle zu erobern. Hier verteilt Jansen auf Butzen. Und Butzen dann hoch auf Baumann.
Baumann kann sich drehen. Siebert ist da zu weit weg vom gefährlichsten Stürmer. Daumen hoch von Baumann, Daumen hoch von Joe Ennox und Kaugummi rein. Kulturgut für den Trainer aus Kalifornien und Nervenberuhigung im Abstiegskampf. 27. Minute. Viktoria schon wieder unter Druck gesetzt. Ballübernahme durch Robin Ziegele, aber dann ging es mal in die andere Richtung schnell. Da ist Raum, das ist die Gefahr beim Pressing. Handle geht drauf, aber der FSV kann klären. Viktoria, gute Fußballer. Schön zu sehen in dieser Szene. Simon Steele befreit sich da aus kritischer Situation und kann gut schießen. Interessante Vita, geboren in Valladolid in Spanien. Mama ist Kolumbianerin, Papa Deutscher. Ausgebildet bei Atletico Madrid und Hannover 96. Und das sieht man in dieser Szene. Max Sprang allerdings ins Zwickauer Tor. Bisher unaufgeregt, strahlt Sicherheit aus. Dann Löhmanns Röben auf Baumann. Und der Ball rutscht durch. Bis hinten zu Hermann. Nächste gute Möglichkeit für Robert Hermann. Weiter ohne Tor. Eine halbe Stunde um. Die Kölner mit insgesamt mehr Ballbesitz, aber vor allen Dingen im defensiven Bereich. Löhmanns Röben sehr aktiv. Sonderapplaus für den Mann auf der 6. Holte sich viele Bälle Löhmanns Röhm. Aber dann Meißner mit diesem Abschluss, der Mittelstürmer, der vom HSV kam und sein letztes Tor für Hansa Rostock erzielt hat in der zweiten Liga. Kopfballvorlage durch den Ex-Auer Simon Handle. 35. Minute, wieder Handle. Zwickau hat am Mittwoch Rafael Asiba Mensah verpflichtet, gebürtiger Leipziger, zuletzt beim SC Freiburg gespielt. Toni Wachsmuth ist überzeugt, dass der Kader in der dritten Liga bestehen kann. Und das versuchten sie jetzt noch mal zu zeigen. Gomez mit Löhmanns Röben. Löhmanns Röben! Der Lö traut sich natürlich zu, aus allen Lagen zu schießen. Er, der so viele Traditionsvereine gesehen hat. Zuletzt Kaiserslautern, Nordhausen, Münster, Rostock-Halle und nun Zwickau. Gute Parade von Ben Alexander Voll. Der FSV gut eingestellt, die Grundtugenden abrufend. Butzen vorn, Butzen hinten. Allerdings hier lässt der Handle passieren. Und dann Meißner, den er anschließend abblockt. Das ist gutes Abwehrverhalten am Ende dann doch gewesen. Nochmal der Kopfball von Meißner. Olaf Janssen sieht ein Spiel, dem beide Mannschaften die Durchschlagskraft fehlen. Aber sie versuchten es. Bisher fehlte der finale Pass, der glückliche Abschluss der FSV. Mit Baumann. Mit Gomez, mit Göbel und nochmal Baumann. Aber auch er bleibt hängen. Solche Szenen, Sagiri klärt am Ende im gegnerischen Strafraum, gibt es viele in dieser ersten Hälfte. Dann der Abschluss von Maximilian Janssen, zweite Saison in Zwickau. Ein Tor hat er für den FSV noch nicht erzielt. Max sprang zur Pause, das kann ihn keiner nehmen. Die erste Hälfte in der dritten Liga bleibt er ohne Gegentor für Johannes Brinkis. Die Hinrunde gelaufen, Muskelbündelriss, Sie haben es gehört, im rechten Oberarm erlitten beim Mannschaftstraining. Die zweite Hälfte, 55. Minute. Die Tore, sie fehlen bis hierher beim FSV. In 4 von 6 Drittligaspielen blieb das Ennox-Team ohne Treffer. In Meppen, gegen Duisburg, in Elversberg, in Fern. Und da der Gegner immer traf, stehen eben auch schon 4 Niederlagen. Heute sollte unbedingt der dritte Sieg eingefahren werden. Pressing jetzt von Viktoria Köln. Aber über Davy Frick kann sich der FSV gut befreien. Und dann Hermann mit der Ballübernahme.
Gomez dribbelt sich durch. Baumann will den Ball, aber Gomez bleibt erstmal hängen. Zwickauer spielen jetzt zu auf die eigenen Fans. Das motiviert zusätzlich. Und das ist Göbel auf Baumann. Riesenkopfball und Riesenparade von Ben Alexander Voll. Beste Chance des Spiels. Voll ausgebildet vom FC Hansa. In der ersten Mannschaft hat er dort zwar nie gespielt, aber sich bei Viktoria Köln nun durchgesetzt. Joe Enox bleibt sitzen, er, der am Donnerstag 51 Jahre alt wurde. Frick, Jansen, Ball lief mitunter gut. Einsatz auf der anderen Seite, Florian Heister ebenfalls hoch. Die Kölner gut sortiert, fußballerisch eine sehr stabile Mannschaft. Und das zeigten sie in dieser Szene. Marcel Risse eingewechselt und Max Sprang macht das lieber mal sicher, lenkt den Ball über die Latte. Den hätte er durchaus auch fangen können. Allerdings Aufmunterung von den Kollegen. Sein Einsatz bitter übrigens für Lukas Siemann, der aus Rathenow kam und nun klar darüber ist, dass er nur die Nummer 3 ist als Torhüter beim FSV. Joe Enox nimmt Gomez vom Feld, bringt mit Ronny König einen, der den Sieg bringen könnte. König, Torschütze hier zu Hause gegen Bayreuth. Freistoß, diesmal getreten durch Robert Herrmann. Olaf Janssen hat sein Team darauf hingewiesen, dass der FSV genau auf solche Momente wartet. Bälle aus dem Halbfeld. Und der war gar nicht schlecht. Dominik Baumann kommt am Ende nicht ganz hin, hat den Ball allerdings fast auf dem Schlappen. Viktorias Trainer Olaf Janssen erwartete in dieser Phase offensichtlich mehr von seinem Team. Wirklich zufrieden wirkt er nicht. 74. Minute. Viktoria wieder früh unter Druck gesetzt. König holt sich den Ball. 39 Jahre alt. In der Defensive hat es immer wieder Spieler seines Alters gegeben, aber in der Offensive ist er nahezu ein Einzelfall. Da kommt es auf die Spritzigkeit an. König hat sie immer noch, diese Wucht, diese außergewöhnliche Schnellkraft. Ritze, einst Bundesligaspieler beim 1. FC Köln. Aber Davy Frick mit sehr gutem Stellungsspiel. Und der Ball, er läuft ordentlich durch die roten Reihen. Kein Foul, weiter geht's, Vorteil, Herrmann bleibt liegen. Und da kommt der Ball zu Göbel, dessen Flanken, so gefährlich, Ronny König mit rechts. Ähnlich gute Chance wie die von Baumann. König in der Zentrale, wuchtiger als Gegenspieler Moritz Fritz. Robin Lenk wieder jubelbereit und wie immer Gummi für Joe Enox. 88. Minute. Löhmanns Röben im Pressing erobert den Ball. Und das ist der neue Mann, Azibe Mensah. Sorgt gleich für Betrieb. Mensah auf Göbel. Patrick Göbel, Top-Vorbereiter. Aber noch kein Tor nach seiner Rückkehr aus Uerdingen. Ben Voll im Viktoria-Tor. Heute voll gut. Hält auch diesen Ball. Und Joe Enox ist nach so vielen Strafraumszenen nicht mehr bereit, sich in jeder Szene emotional einzulassen. Da wird man ja verrückt. Freistoß Viktoria Köln. Gut verteidigt durch den nach hinten gerückten Herrmann. Dann Koronkiewicz auf Palacios. Und dann Janssen. Und der hat was Verrücktes vor. Will Ben Voll aus 60 Metern überwinden. Aber das gelingt ihm am Ende dann doch nicht ganz. Die Nachspielzeit läuft. Ganz schwierige Phase für beide Mannschaften.
Die Frage ist, alles nach vorn werfen, alles riskieren für den Sieg oder eben diesen einen Punkt mitnehmen. Beide entscheiden sich für gedämpfte Offensive. Da rackert wieder König, der immer wieder so viele Freistöße herausholt, sich permanent gut zum Ball verhält. In dieser Szene gegen den Kölner Siebert, der von Fortuna Düsseldorf gekommen war. Und da positioniert er sich wieder, Patrick Göbel. Robert Herrmann, Körpersprache, sagt klar aus, das ist ein Ball von Göbel. Und die Zwickauer Fans, sie wissen, Göbel ist einer, der den entscheidenden Ball hineinschlagen kann. Patrick Göbel, aber der ist dann kein Problem von Ben Voll für ihn, für den Torhüter. Das war's. Zwickau gegen Viktoria Köln 0:0. Zum vierten Mal kein Treffer für den FSV. Tim Magers fragte nach. Wie zufrieden sind Sie am Ende mit diesem Punkt? Ich glaube, es war auf jeden Fall erstmal eine Reaktion vom letzten Spiel gegen Ferl. Ich denke, wir waren halt die bessere Mannschaft, haben die besseren Chancen gehabt und haben uns leider nicht belohnt. Aber auf so ein Ergebnis können wir trotzdem aufbauen. Wir haben gegen eine richtig gute Mannschaft gespielt. Die haben wir gut vor unserem Tor weggehalten. Die haben wenig Chancen gehabt. Und wir haben halt die besseren Chancen gehabt. Wir müssen das Tor noch machen und dann wäre es ein perfekter Tag gewesen. Dass es nicht einfach ist, nachdem wir halt auswärts wirklich hoch verloren haben, dass wir zurückkommen und so eine Leistung bringen. Ich bin halt sehr zufrieden mit der Leistung natürlich. Eine oder andere Chance müssen wir halt besser machen. Torwart auch sehr gut gehalten, aber wir haben genug Chancen heute gehabt, das Spiel zu gewinnen. Max Sprang beim Schlusspfiff sauer, obwohl er ohne Gegentor blieb. Und der Trainer? Sehr zufrieden. Also es ist nicht einfach für einen jungen Mann, der halt das erste Mal halt von Anfang an halt ein Punktspiel spielt. Aber der hat es halt sehr abgeklärt gemacht. Ich habe da, also der hat Ruhe ausgestrahlt. Das war halt schon sehr ordentlich. Der hat nicht so viel auf dem Kasten bekommen, aber alles, was er auf dem Kasten bekommen hat, hat er halt wirklich sehr ordentlich erledigt. Und deswegen freuen wir uns, dass Max eine gute Leistung gebracht hatte. Aber es ist natürlich bitter, dass der Kapitän halt uns fehlt. Jetzt folgt für Sprang und Co. das hoch aufgeladene Duell in Aue beim FC Erzgebirge. Ach, wir arbeiten konzentriert. Das ist ein Derby nächste Woche. Steht vor der Tür am Sonntag. Das ist ein spezielles Spiel für alle, für die Region. Aber wir machen jetzt keine gewissen anderen Dinge dann im Training. Für uns ist es ein Spiel, wo es um 3 Punkte geht und die wollen wir holen. Nächste Woche ist ein sehr wichtiges Spiel für halt Verein, für das Umfeld. Das ist gar keine Frage. Wir wollen aber, es geht um 3 Punkte. Und diese 3 Punkte wollen wir halt definitiv, wenn wir halt auf diese Leistung aufbauen und wenn wir halt genauso konsequent gegen den Ball spielen, dann haben wir dort auch eine Chance, das Spiel zu gewinnen. Max Sprang wird nach dieser Leistung wieder im Tor stehen. Eine Riesenaufgabe. Aber genau für diese Derbys wird man schließlich Fußballer.